Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Fuchsbau mit den vier Ottos und Ottolinen im Hintergrund. Ich glaube, das sind alles Ottolinen, oder? Ich glaube schon. Und mir, dem Dagi-LP. Hi Leute. Ja, was machen wir hier? Warum habe ich hier vier Leute im Hintergrund, die sich schon mit Diamantrüstung ausgestattet haben? Naja, also die vier haben den Auftrag, heute ganz, ganz viel Clay zu farmen. Weil wir ja letzte Folge schon gesehen haben, dass das unbedingt vonnöten ist. Und hier wird sich erstmal ein Butterbier reingesetzt. Krümel, kein Butterbier. Erst musst du Clay farmen. Oh, ich krieg auch eins. Das ist nett, ich bin halt full. Warte. So. Jetzt kann ich es einsammeln. Jetzt ist es auch schon wieder weg. Naja, egal. Genau, die vier werden jetzt Clay farmen. Sie haben den Auftrag, ungefähr 80% Ziegel daraus zu machen und 20% zu gebrannten Clay. Und ja, dann würde ich sagen, die können schon mal zur Tat schreiten. Wir sind hier natürlich in der Monsterwelt, so wie es sein sollte. Und ja, dann schreibe ich dem mal /bcgo, damit ich nicht farmen muss in der heutigen Folge. So Leute, viel Glück, passt auf euch auf. Monster sind überall, man weiß ja nie. Und ja, ihr schafft das schon. Ich glaube an euch. Die sind tot. Okay, und wir gehen wieder in ein sicheres Örtchen, nämlich zu Home LBF3. Und chillen jetzt hier beim Fuchsbau und warten, bis die fertig sind. Ja, das war die Folge. Nein, Spaß. Ich habe nämlich einen Fehler letzte Folge gemacht. Einen Fehler bezogen auf das Treppenhaus. Ich habe mir jetzt nämlich nochmal einige Bilder angesehen und die Anordnung, wie ich die Treppen angebaut habe, ist nicht richtig. Und im Grunde ist es sogar ganz gut, wie sie wirklich gebaut werden, weil sie führen nicht in diese Richtung hier, sondern, jetzt passt auf, Leute, es wird jetzt richtig, richtig spannend. So, Moment. Sähe auch nämlich ganz komisch aus irgendwie, wenn wir das so gemacht hätten. Warte, die hier nehme ich auch mal eben weg. Schaufel, Schaufel, Schaufel. Haben wir keine Schaufel? Doch, ich bin nur blind. Okay, warte, dann machen wir das hier auch nochmal eben weg. Und da oben muss ich den wieder reinsetzen. Das triggert mich, wenn da so ein Loch ist, aber das machen wir später. Also am Ende der Folge, auf jeden Fall nur in der Folge. So, genau, denn jetzt kommt es nämlich wie folgt. Die Treppe wird nämlich weiter in diese Richtung geführt. Ja, genau, Leute, ihr habt richtig gehört. Die wird weiter in die Richtung geführt. Jetzt müssen wir nur mal gerade ganz kurz gucken, ob das alles so weit funktioniert. Weil, ja, das ist zwar dann originalgetreu von der Anordnung her, aber heißt ja nicht, dass das hier in Minecraft dann auch gut umsetzbar ist. Das ist ja halt die andere Frage. So, jetzt kommen wir nämlich hier in den Dach. Wobei, müssen wir, warte mal, wie hoch ist das jetzt hier? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Okay, vielleicht sollte ich die schon. Nee, ich mach die nicht so hoch. Warte. Ja, wir müssen noch ein bisschen rumprobieren, Leute. Wir müssen noch ein bisschen rumprobieren. Ich würde die nämlich tatsächlich nicht hier ansetzen. Weil die kann auch in den Raum reingehen. Die ist nämlich am Anfang gar nicht so hoch. Also der erste Aufstieg ist sogar relativ niedrig. Tatsächlich nur so 2 oder so, würde ich jetzt mal behaupten. Und dann nehmen wir uns jetzt hier die Half Slabs. So, habe ich noch mehr? Wieso habe ich nur 2? Naja, egal. Nicht egal. Ich brauche noch 2. Wo sind die anderen? Ich habe die doch gerade abgebaut. Die müssen doch hier irgendwo liegen. Hallo, Half Slabs? Half Slabs? Okay, ich mache mir neue. Ist okay, ich verstehe schon. So, genau. Und dann geht's. Ja, nicht ganz, Daniel, nicht ganz. Wird eine schwierige Geburt. Ich habe es schon kommen sehen mit dem Treppenhaus. Das ist nicht ganz so einfach. So, dann das einmal weg. So, dann so. Und dann, Treppen da. Okay. So, dann geht's jetzt nämlich hier weiter nach oben. Genau. So. Und so, dann nochmal da. Und dann sind wir jetzt auf der Höhe hier. So, das sieht doch schon mal anständig aus. Jetzt müssen wir gucken, wie war das nochmal mit der Decke? Also die maximale Deckenhöhe. Und vor allem, wird ihr aus Half-Slabs gebaut oder wird ihr nicht aus Half-Slabs gebaut? Also, wenn sie nicht aus Half... Also, wenn sie aus Half-Slabs gebaut wird... Das ist blöd, dass man Erde nicht zu Half-Slabs verbauen kann. Das wäre praktisch. Könnten die auf die Höhe bauen? Warte mal, was wäre das hier für eine Höhe? Ich brauche mehr Holz-Half-Slabs. Ich nehme jetzt Holz als Teststein, Leute. Weil davon haben wir ja eh eigentlich ganz gut an Menge. So. Und die Decke ist, glaube ich, sogar wirklich aus Holz. Genau, dann wären das jetzt hier... 3,5. 3,5 ist eigentlich auch nicht so verkehrt, weil das ein Kompromiss wäre aus der Frage, die ich euch letzte Folge gestellt habe. Weil letzte Folge war ja, ne, soll das 3 oder 4 Steine? Und mit 3,5 wären wir genau in der Mitte. Können ja mal hier gerade so ein bisschen die Decke vorziehen und dann mal so ein Gefühl dafür bekommen, ob das denn in die richtige Richtung geht, was die Höhe... Ja doch, eigentlich... Es wirkt halt ein bisschen gedrungener, ne? Aber jetzt auch nicht verkehrt.
Die nächste Möglichkeit wäre das halt einen weiter nach oben. Wobei, oder? Nee, warte mal, ich teste mal kurz was. Weil wir müssen ja auch was auf den Boden setzen können. Wenn das auf der Höhe ist, dann können wir das, glaube ich, auch. Ja, genau, ja, eigentlich bietet sich's an, Leute. Ja, ich würde sagen, wir bleiben erstmal dabei, dass wir das auf die Höhe bauen. Ja gut, hiermit könnte das noch ein bisschen in Konflikt kommen. Aber das kann man, glaube ich, auch ganz gut kaschieren. Ja, ich baue das jetzt erstmal hier weiter, Leute. Wir bauen jetzt hier erstmal die Decke von der ersten Etage rein. In dieser Höhe. Und dann haben wir da drüber mit dem Dach auch noch eine perfekte Möglichkeit, um das größer zu bauen. Also noch eine zweite Etage reinzubauen. Zeitumkehrer, ahoi. So. Die Erde packe ich mal weg. Die stört nur. So, perfekt. Und dann müsste theoretisch auch der hier einmal weichen. Genau. Ja, ich glaube, das könnte in die richtige Richtung gehen. So, schauen wir mal. Ja, wenn ich denn die Steine richtig setzen würde. Natürlich. So. So. Okay. Okay, Leute. So, dann, warte. Die mache ich auch nochmal eben hier weg. So. Und dann müssten wir theoretisch noch gucken, weil, ja, da kommen so Zäune noch an die Seite, dass man nicht runterfällt. Aber das ist immer schwer, weil da müssten wir hier eigentlich... Ja, oder wir machen, bauen die Zäune in die Luft. Die müssen ja nicht unbedingt immer mit so einem Grundboden gesetzt werden. Ja, würde ich sagen. Dann machen wir uns mal eben hier ein paar Zäune einfach mal zum Testen. Wenn ich denn noch genug, ich bin einfach... Nee, warte mal, Leute. Das macht so keinen Sinn. Ich bring mal eben ein paar Sachen weg. Ich bin einfach viel zu voll gemüllt. So, einmal alles da reinballern. Hier diese ganzen komischen Steine. So. Ich darf übrigens mein Bauteam heute nicht vergessen, weil ich muss die gleich zurückholen. Also ich muss so ein bisschen auf den Timer achten. Und ich hoffe mal, die kriegen richtig viel zusammen. Also ich bin mal gespannt, wie viel die da zusammen suchen. Also sie haben ungefähr 15 bis 20 Minuten Zeit, sich dann in der Monsterwelt so viel Ton wie nur möglich zu beschaffen. So. Und jetzt hier einmal Zäune. Da haben wir 18. 18 sollten schon reichen. Und die führen dann quasi hier so empor. Genau. Komischerweise ist hier kein Zaun mehr. Also auf meinem Bild zumindest. Da ist es irgendwie offen. Ich weiß nicht, ob hier so eine Treppe runtergeht nochmal, aber das eigentlich nicht. Also, nee, eigentlich nicht. So, und dann haben wir hier natürlich nochmal so eine Treppe. Genau. Und die führt dann auch nochmal so nach oben. Eigentlich finde ich das sogar ganz schön, wenn das so gemacht wird. Ja, doch, eigentlich finde ich das sogar ganz schön. Sieht so ein bisschen random aus, aber nicht schlecht random. Okay, ja, erstmal lassen wir das so. Gut, dann sind wir jetzt hier auf der nächsten Etage. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hier mit dem Fenster kaschieren. Vielleicht, dass wir hergehen und... Ja gut, ich will die Papierblöcke ja eh nicht sichtbar lassen. Ja, wir wollen ja auch hier... Ja, ich habe, glaube ich, eine Idee, aber dafür bräuchte ich auch hier diesen Stein. Ja. Mhm. Aber wir können das trotzdem, glaube ich, erstmal hier mit Holz... zubauen. Später können wir die auch nochmal abbauen. Aber einfach nur damit's... Ach, ich habe keine Ahnung, wie ich es erklären soll, Leute. Ihr werdet sehen. Ich habe mir auf jeden Fall was dabei gedacht. Wirklich. Ja, wirklich. Tatsächlich. Kein Joke. So. Genau. Und dann führt es jetzt hier natürlich auch weiter nach oben. Jetzt ist nur die Frage, in welche Richtung. Ich glaube, da müsste es hier wieder in die Richtung weiter nach oben führen. Moment mal, da müssen wir ja auch hier die... Warte, ich baue den Boden vielleicht doch nicht so vorschnell. Erstmal warten, wir können den Boden immer noch bauen. Also er kommt schon hier hin, aber ich will die Treppe jetzt erstmal so gesondert bauen. Genau. So. Das ist ja so eine, eine verzwirbelte Treppe. So eine Treppe, die halt, ja so, diese Form hat, dass sie in sich selbst, also wie so ein Wirbel. Genau. Mann, reden ist heute schwer, Leute. Lasst mich. Dann machen wir das weg. So, Erde als Hilfsstein und das heißt jetzt so. Und dann zack und zack. Genau, und die hier baue ich auch nochmal eben ab. So, und so, perfekt. Okay, dann geht es jetzt hier weiter nach oben. Ich würde sagen, machen wir jetzt jeden Aufstieg so wie hier. Wie viele sind das? Eins, zwei? Nur zwei? Okay, ja, hier sind es auch nur zwei. Dann machen wir jetzt jeden Aufstieg nur zwei. Aber dann kommt man kaum nach oben, oder? Hm. Naja, wobei, geht eigentlich schon. Ja, wir machen das jetzt erstmal mit zwei, würde ich sagen. Einfach mal testen, wie es dann am Ende aufgeht. Vielleicht funktioniert es ja. Und dann hier wieder die Zweierplattform, wenn sie sich denn verbinden lässt. So. Perfekt. Und dann geht es jetzt hier wieder weiter in die Richtung. Eins. Und
Vor allem kommen wir dann, glaube ich, sogar in einem Bereich aus, der sinnvoll ist. Nämlich hier. Glaube ich. Müsste machbar sein. Aber, oh ja, hier kommen wir nämlich schon mal in Konflikt. Ah. Knapp, wartet mal. Aha. Wartet mal. Jetzt muss ich mal eben... Ah, Mist, da komme ich nicht raus. Was ist mit der Erde hier los? Ist das Hilfserde oder ist das hier... Ist damit ein Gebäude angedeutet? Da ist ein Gebäude mit angedeutet. Oh, vielleicht können wir das so ein bisschen versetzen, dass das funktioniert. Oh, ich glaube, das könnte machbar sein, Leute. Das könnte machbar sein. Das mache ich auch nochmal ein bisschen. So. Und, ja. Okay, warte, wir gehen nochmal eben kurz mit dem Besen draußen gucken. Einmal schauen. Besen habe ich hier am Start. Ja, das Treppenhaus ist genauso schwierig, wie ich dachte. Da stellt sich nichts als einfacher raus. Aber guckt mal, wenn wir da rauskommen. Also, man könnte gucken, ob man es vielleicht irgendwie hinkriegt, dieses Gebäude hier auch nochmal ein bisschen weiter nach vorne zu setzen. Und dadurch nochmal so ein bisschen mehr diesen, ja. Aber das hier ist, glaube ich, ein bisschen zu krass, wenn wir das so weit nach vorne bauen, oder? Das wäre ja schon arg versetzt. Das wäre arg versetzt. Aber im Grunde, wir können das auch so ein bisschen schräg hochbauen. So, bis da quasi. Und dann hier so. Ist jetzt eine Notlösung, aber vielleicht spielt es uns auch ein bisschen in die Karten. Warte, jetzt machen wir den hier einmal weg. Das ist ja so der Leitpfosten, der da noch hingebaut werden soll. So, den können wir ja so dran bauen. Es ist auch nochmal ein bisschen verzwickter. Und hier, das hier kommt dann ja weg. Genau. So, schauen wir nochmal eben. Genau, das hier unten soll ja nur ein einzelner Raum werden. Also quasi hier, sprich, so hoch. Hier ist ja nichts drunter, soweit ich weiß. Ja, genau. Das hieße ja dann wiederum auch, dass hier die Säule so hoch gebaut werden muss. Wow, es reicht sogar. Guckt mal, es sieht schon eigentlich gar nicht so verkehrt aus. Denn, guck mal, wie versetzt das alles aussieht. So richtig random einfach, aber... Ja, und auf der anderen Seite, da ist es halt noch relativ, guck mal, so eigentlich relativ glatt, bis auf die eine Stelle, die wir da bearbeitet haben. Aber mir gefällt das sehr. Es wirkt sehr instabil und sehr zusammengekloppt. Und wir müssen es ja sogar jetzt so zusammenkloppen. Das ist eigentlich echt gut. Genau. Und dann könnten wir hier später den Wandstein setzen und dann ist das hier genau da drin. Genau, ja. Müssen wir halt nur gucken, aus welchem Stein wir die Wand bauen. Das weiß ich jetzt gerade nicht so ganz genau. Aber... Dann kommen wir hier exakt nach oben. Machen wir das mal eben. Warte, ich brauche die Half-Slaps nochmal. Ey, wir kommen gut vorwärts. Also ich habe gerade das Gefühl, dass es in die richtige Richtung läuft. Und wir haben sogar noch ein bisschen Zeit, um das alles auszuprobieren. So, genau, dann sind wir jetzt hier. Und dann kommen wir jetzt hier wieder nach oben. So, zack. Zack, zack. Und dann wieder ein Stein dahin. Und, so, genau. Und dann kommen wir jetzt hier weiter nach oben. Das machen wir hier wieder auf. So. Genau, das können wir auch nochmal eben aufmachen. Nur das ganze hintere Dach wird sowieso noch ein bisschen abgebaut. Alles, was quasi jetzt hier in diesem Gebäude drin liegt, das braucht kein Dach, weil das ja später sowieso nicht mehr von außen sichtbar ist. Okay, einen kleinen Haken haben wir jetzt hier, weil es jetzt hier so... es geht... okay, einen Haken gibt es. Einen Haken gibt es, aber wir könnten auch sagen, dass diese Säule, warte, das können wir mal eben testen, nicht hier endet. Ich hoffe, das geht dann noch, dass es von außen auch noch originalgetreu aussieht. Aber da gibt es schon eine Möglichkeit, nämlich, dass wir hergehen und sagen, okay, warte, wir müssen ja jetzt hier, ne, die Plattform noch hinbauen. Die müsste einkalkuliert werden. Das hieße, wir müssen den abbauen. Und dann so. Und dann würde es hier wieder in die Richtung gehen. Das hieße, diese Säule müsste schon, ja, theoretisch hier sitzen. Nee, Quatsch. Hier müsste sie sitzen. Moment. Oh, ich bin so am Überlegen gerade. Sorry, Leute. Das ist echt anspruchsvoll irgendwie. Oder zumindest für mich. Keine Ahnung, wie es euch da jetzt gerade bei geht, aber... ja, es sieht nicht komplett kacke aus. Also, es gibt Bilder, die da jetzt so ähnlich aussehen. Und ich finde es jetzt auch nicht so ganz verkehrt. Nee, ich finde es nicht ganz verkehrt. Im Gegenteil. Also, ich finde es sogar eigentlich ganz schön. Dann würden wir den hier nochmal wegnehmen.
Und da rein nochmal. Oh, ich brauche mehr Eichenstämme, Leute. Mehr Eichenstämme, mehr Eichenstämme. Die holen wir uns jetzt mal eben kurz. Hier, die können wir auch noch abbauen. Also, ja, ganz ehrlich, Leute. Das ist okay. So, kommt mal her, ihr Eichenbäume. Aber mir macht das gerade richtig Spaß, dieses Rumexperimentieren und irgendwie das Gefühl haben, dass es in eine richtige Richtung geht. Und das Gefühl habe ich tatsächlich. Also, ob das jetzt perfekt schön aussieht, das steht auf einem anderen Blatt, aber zumindest das Treppenhaus passt jetzt so einigermaßen rein. So. Genau, und dann würde nämlich hier die Säule quasi ins Dach... Bäh, Mist. Die Säule ins Dach reinmünden, genau. Und was mit dieser Säule eigentlich? Moment, müssen wir mal kurz gucken. Was ist mit dieser Säule hier? Ja, ich baue die mal so ein bisschen weiter. Okay, das haben wir auch. Ja. Ja, ja, ja. Ist okay, würde ich sagen. Kann man machen. Moment, nochmal eben Zeitumkehrer, ahoi. Und jetzt gleich müssen wir das Bauteam einmal herholen, falls sie noch leben. Ich hoffe sehr. Genau, okay. Dann haben wir jetzt die Wand, die dann quasi hier gezogen wird, auf diese Höhe. Und das ist auch, ja. Ja, wird eng hier oben, aber ich denke, das ist noch gerade so okay. Wobei, den könnten wir dann theoretisch auch abbauen, weil dann kaschiert die Wand das so ein bisschen. Müssen wir dann aber nochmal gucken. Ich glaube, das geht aber trotzdem auf. Und dann... Ja, wartet mal. Und dann, und dann, und dann, und dann. Boah, okay, jetzt wird es doch nochmal ein bisschen tricky. Ich glaube, die Säule müssen wir doch noch weiter nach vorne... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will da enden, in die Richtung. Ich will nicht in diese... Das ist so... Mann. Macht es vielleicht Sinn, die Treppen doch nicht mit Zweierübergängen zu bauen, sondern vielleicht mit Dreierübergängen oder so? Aber eigentlich gefällt es mir so mit den Zweierübergängen. So kommt man dann hier hoch. Lal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 a. Und dann ist man hier. Vielleicht macht es auch erstmal Sinn, die Wände zu bauen, um da ein Gefühl für zu kriegen. Weil, wie gesagt, die nächste Wand würde halt jetzt wieder... Oh, die nächste, sag mal, was ist denn jetzt los? Die nächste Wand würde jetzt hier in die Richtung gehen. Oder man macht halt hier einen Boden... Ja, das ginge auch. Warte mal, ich habe noch eine andere Idee. Und diese Säule hier, die müsste nochmal versetzt werden. Die stört. Die muss ersetzt werden. Aber das ist kein Problem. Weil wir da ja jetzt relativ frei in unseren Möglichkeiten sind. Wenn ich meinen Besen habe, geht es. So. Bauen wir die nämlich jetzt... hier auf der Höhe war die, ne? Genau, dann bauen wir die jetzt so. Genau, so. Hoppala, was war das denn jetzt? Holy shit. So, perfekt, genau. Ja. Ja, 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 ja. Okay, genau. Dann hätten wir das jetzt so. Die Wand kommt hier hin. Und... Ja, doch, das könnte möglich sein. Aber dafür müsste ich jetzt erstmal wissen, wie diese Wand gebaut wird. Aus welchem Material die gebaut wird. Und dafür... Oh, ich habe gerade kein Außenbild hier liegen. Ich habe nur die Innenbilder hier liegen. Wartet mal. Boah, da gibt es halt verschiedene Varianten. Ich sehe gerade ein paar, aber die sind alle unterschiedlich. Was ist denn hier? Hm, wartet mal. Ihr könnt euch so lange den Fuchsbau mal eben angucken. Ja, so ein roter Stein würde sich vielleicht auch noch anbieten. Vielleicht einfach nur gebrannter Clay, aber nicht gefärbt. So, der ist ja leicht rötlich. Könnte man vielleicht in Erwägung ziehen. Oder... Mit Eichenholz würde ich ungern weiterarbeiten. Akazienholz könnte man vielleicht auch noch überlegen. Habe ich irgendwas hier gerade in einer gewissen Menge da, dass ich das mal austesten kann? Ich meine, die Wand können wir ja eh nochmal verändern. Die muss ja nicht zwangsläufig so bleiben, aber das wäre... Da, hier ist gebrannter... Ja, warte mal. Das sind jetzt nur vier, aber wir testen mal eben. Hier gibt es jetzt nichts Sinnvolles, ne? Nee, sieht auch nicht so optimal aus. Dann gehen wir mal eben zu der anderen... Truhe rüber und hier... Oh, hier ist noch gebrannt. Oh, Leute. Manchmal muss man Glück haben. Manchmal muss man Glück haben. So, und jetzt hole ich mal das Bauteam her. Bau-TP. Zack. Leute, seid ihr da? Hallo, Leute? Leute? Ach, da seid ihr. Hallo, Leute. Habt ihr ordentlich Clay zusammengefarmt? Ja? Dann geht mal zum Ofen und macht das mal. Ich bin gespannt, wie viel ihr da zusammengesucht habt. Ob ihr die ganzen Öfen füllt. Guck mal, wie fleißig die waren. Fleißige kleine Helfer. Toll, dankeschön.
So. Und wir haben immer noch diese schwierige Aufgabe hier vor uns. Also die Wand würde jetzt hier so gezogen. Genau. Zack. Mir hilft es gerade wirklich, dass der Fuchsbau so random gebaut wurde. Das ist gerade eine sehr, sehr krasse Erleichterung. Okay, so. Und diesen Stein hier, den können wir auch direkt ersetzen. Also der kommt auch weg. Das ist auch sogar ganz gut. So. Und da drunter, warte, wie machen wir das denn jetzt? Ach so, können wir das machen. So, perfekt. Genau, dann kommt der wieder weg. Und dann haben wir die Stelle schon mal so ein bisschen kaschiert. Und ja, jetzt sieht man auch, dass das Ganze so innenliegend ist. Und das hier könnten wir dann ja auch abbauen, weil das ist dann ja auch nicht mehr nötig. Alles, was innen liegt am Dach, können wir abbauen. Und dadurch diese Einschränkung auch rausnehmen, was wirklich gut ist. Und hier jetzt müsste das weitergeführt werden. So, genau. So, man müsste das sogar theoretisch nicht unbedingt... Warte mal, wir können auch so sagen... ja, nee, ich sag erstmal gar nichts. Ich sag erstmal gar nichts. Besser, wir machen das jetzt erstmal so nach Schema. Ey, was macht denn der Hippogreif auf dem Dach? Genau, so haben wir das jetzt erstmal. Da ist ja der Boden. Jetzt müssen wir uns mal eben das Ganze aus der Entfernung anschauen. Aber Leute... Doch. Es geht in eine richtige Richtung. Und wenn wir jetzt noch das mit dem Treppenhaus gut kaschieren können, schauen wir nochmal eben. Ich baue jetzt mal alles ab, was wir hier nicht brauchen, um mal ein Platzgefühl zu bekommen. So. Genau, also wir haben jetzt hier die Möglichkeit. Ja, hier ist ein bisschen jetzt eng, aber die Möglichkeit besteht hier trotzdem. Oder warte mal, könnten wir hier einen Half-Slab auch reinsetzen? Nee, da muss ein ganzer Block rein, okay. Da muss ein ganzer Block rein. Ist aber auch nicht so schlimm, weil wie gesagt, der Platz ist ja da. Und es muss ja auch nicht perfekt... Es muss ja nicht perfekt aussehen. Das ist ja der Sinn der Sache. Und das macht es auch so einfach eigentlich. Und dann könnten wir hierher gehen und den Boden einfach hier noch so ein bisschen erweitern. Ne, dann ist es halt hier so ein bisschen anders vom Übergang her. Und dann können wir hier die Treppe weiter nach oben laufen lassen. Genau. Aber dann wäre das wirklich ein... Treppenhaus. Macht das Sinn so? Ja, es sieht jetzt natürlich oben ein bisschen zusammen. Aber es ist halt zusammengekloppt, das Haus, Leute. Also das ist... Muss man sich nicht irgendwie schönreden, damit das Sinn ergibt. Eigentlich zumindest. So, und jetzt könnten wir hier... nee, warte, hier könnten wir gar nichts. Oder doch, könnten wir. Doch, könnten wir. Genau, können wir hier den nächsten Boden bauen. Und wären dann hier in der Etage... Und so können wir uns Stück für Stück jetzt hier nach oben arbeiten. Wir müssen uns auch mal überlegen, was hier jetzt später für eine Wand reinkommt. Aber ja, das ist dann alles Indoor. Und was Indoor passiert, bleibt auch Indoor. Und solange das Treppenhaus nicht nach außen bricht, geht das. Ich bin eigentlich echt zufrieden, Leute. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hoffe, ich feiere mich gerade nicht selber alleine und keiner feiert mit mir. Aber ich bin zufrieden. Doch. Äußerst zufrieden sogar. Naja, gehen wir jetzt mal gucken, was das Bauteam hier heute geschafft hat. Warte, wir schauen mal eben bei den Öfen vorbei. Guckt mal, da sind schon ein paar am Aber sie haben wahrscheinlich nicht so viel Brennmaterial, oder? Da ist voll, 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 da ist auch voll, da ist auch voll, da ist auch voll, da ist auch voll und da ist auch... Wow, Leute, wow. Warte, wir gehen nochmal eben kurz gucken, was in die Kisten getan haben. Einfach mal schauen. Vielleicht haben sie ja noch mehr. Okay, aber ich glaube, selbst wenn das... Oh mein Gott, Leute. Holy shit. Das ist ja ultra krass. Ja, das kann sich sehen lassen. Leute, ihr habt tolle Arbeit geleistet. Vielen, vielen Dank fürs Helfen. Und ja, Leute, und an euch die Frage, gefällt euch der heutige Baufortschritt? Gefällt euch der Fuchsbau so, wie er jetzt gerade hier aussieht? Wie findet ihr das Treppenhaus? Wir können auch gerne... nochmal gerade ganz kurz reingehen und uns das nochmal eben so von innen anschauen, wie das jetzt aufgebaut ist. So sieht es jetzt nämlich aus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, das sieht in Ordnung aus. Hier kommt man hoch. La 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 la
Und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge von Let's Build Fuchsbau. Ich freue mich sehr auf euch alle und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!